Du wirst nicht glauben, was passiert, wenn du Salz über deine Füße kippst. Aber nachdem du es das erste Mal gemacht hast, wirst du es nur noch so machen wollen. In diesem kurzen Video zeige ich dir, wie dieser geniale Trick funktioniert. Dafür brauchst du eine Wanne, in die deine Füße passen. Kippe jetzt so viel Wasser hinein, dass deine Füße direkt unter Wasser sind. Jetzt brauchst du noch Salz. Im besten Fall sollte es totes Meersalz sein. Gib hiervon jetzt ungefähr 50 Gramm mit in die Wanne, wo du deine Füße hineinstellen möchtest. Außerdem kannst du noch einen kleinen Schuss Olivenöl mit dazugeben. Außerdem solltest du auf die richtige Temperatur des Wassers achten. Dieses sollte 36 bis 38 Grad Celsius haben. Geh mit deinen Füßen hinein und rühre alles gut durch, damit das Meersalz hier auch wirklich überall an deinen Füßen gelangt. Für ein optimales Ergebnis solltest du 20 Minuten in diesem Fußbad verweilen. Was das Ganze dir überhaupt bringt, zeige ich dir gleich noch. Wenn die Zeit um ist, solltest du jetzt aus dem Fußbad herauskommen, deine Füße einmal ordentlich abtrocknen. Denn jetzt folgt die weitere Pflege, die ebenfalls wichtig ist. Nach einem solchen Fußbad ist es immer gut, wenn du deine Füße mit einer richtig schönen Creme einreibst. Am besten eine Hautpflegecreme für die Füße. Und danach solltest du dir Socken anziehen. Denn so sorgst du dafür, dass deine Füße auch noch schön lange warm bleiben. Doch was bringt es jetzt überhaupt? Ein Fußbad mit totem Meersalz und einem Schuss Olivenöl kann dafür sorgen, dass du richtig schön weiche und zarte Füße bekommst. Du kannst es bis zu 3-mal die Woche wiederholen. So, außerdem schon mal deine Fenster mit Olivenöl geputzt? In dem Video, welches du an dieser Stelle auf dem Bildschirm siehst, zeige ich dir, wie es geht. Klicke es direkt an.